Hallo zusammen. Ja, im letzten Video, was ich hochgeladen habe, das ich quasi in der Domrep gemacht habe, habe ich ja gesagt, da will ich nicht so viel erzählen, sondern lasse lieber die ganzen Bilder sprechen und mache dann zu Hause nochmal in Ruhe ein Video, wo ich ein bisschen was erzähle, wie denn so die Ausflüge waren, was wir so erlebt haben, aber natürlich vor allem das, was die meisten im Moment interessiert, wenn sie irgendwie überhaupt mit dem Thema Urlaub sich befassen. Und zwar, wie sieht denn da vor Ort mit den Corona-Regeln aus? Ja, und jetzt sind wir leider schon wieder seit ja, fast 2 Wochen jetzt, wenn ich es richtig durchgerechnet habe, wieder zu Hause. Und darum habe ich jetzt gesagt, okay, vor Weihnachten mache ich das nochmal und beginne auch direkt mit dem eben, was am brennendsten interessiert. Und zwar, wie sieht es denn mit den Corona-Maßnahmen aus? Ja, das habe ich ja so ein bisschen in dem Video schon angedeutet und so ein bisschen gesagt, wer also hier wirklich mal weg will von dem ganzen. Ja, Regelwirrwarr, der wirklich mal wieder fast wie vor Corona leben möchte, der ist dort recht gut aufgehoben, zumindest wenn man nicht gleich in die größeren Städte dort kommt. Wer hier schon sagt, ist mir alles wieder zu lasch, eigentlich sollten wir die Daumenschrauben mal wieder anziehen und am besten gleich noch einen Lockdown hinterher oder so, der sollte auf keinen Fall dahin fliegen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ihr wisst es ja, ich brauche eigentlich wieder Normalität und ich möchte eigentlich am liebsten, dass endlich mal alle Maßnahmen weitestgehend aufgehoben werden, bis auf Maßnahmen vielleicht die Risikogruppen betreffen, dass man also in Krankenhäuser oder Pflegeheime, wenn man dahin will oder so, sich nochmal zu der Impfung testet, was auch immer. Aber sonst das Leben mal endlich wieder normal sein muss, weil irgendwann muss man ja mit Corona leben. Ja, und genau sowas habe ich eigentlich jetzt in der Dominikanischen Republik vorgefunden. Also wir waren ja zu viert, also mein Mann und ich und noch 2 Kumpel von uns. Und wir waren so begeistert. Es war also so klar, der Hinflug und so weiter, ihr braucht Masken, das ist halt alles noch reglementiert. Auch der Flughafen in Punta Cana, da herrscht eine Maskenpflicht. Ansonsten sieht es da aber auch schon wieder relativ locker aus, was wir so gemerkt haben. Um in die Domrep einzureisen, braucht ihr im Prinzip nichts. Weder einen Test noch eine Impfung noch sonst irgendwas. Das ist im Moment der aktuelle Stand und der ist auch schon ganz, ganz lange so. Also während es sich woanders öfter mal ändert und dann doch wieder was verschärft wird, wieder zurückgenommen wird und, haben wir das da eigentlich schon sehr lange konstant beobachtet, die Einreisebestimmung und ihr bräuchtet da also überhaupt nichts. So. Das war auch bis 2 Tage vor unserem Abflug so, dass ihr hättet ohne irgendeinen Test machen zu müssen, ohne eine Impfung vorzuweisen oder sonstiges einfach hättet hinfliegen können. Dadurch, dass man jetzt aber hier in Deutschland wieder die Maßnahmen verschärft hat und man dann ja auch in Bus und Bahn und so weiter 3G gemacht hat, herrscht dann auch im Flugzeug 3G, das heißt Condor und so weiter. Also alle, die dann rüberfliegen von deutschen Flughäfen, haben dann halt die Impfung oder einen Test verlangt. Das heißt, dadurch hättet ihr dann doch einen Test gebraucht oder eben den Impfnachweis. Wir haben ja den Impfnachweis. So, aber an sich. Von der Domrep her könntet ihr einreisen ohne irgendwelche Nachweise. Das ist schon mal der erste Punkt, wo man sagt, wow, ist ja eigentlich super entspannt, wenn man so guckt, was andere verlangen. Wir fliegen ja, wenn alles gut geht, hoffentlich jetzt nächste Woche dann nochmal für Silvester nach New York. Und da brauchen wir also neben unserer Impfung auch noch einen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. So. Also das ist schon mal super entspannt gewesen so. Und dann war es eigentlich vor Ort so, dass wir gedacht haben, Corona? Gibt es das hier noch? Also, wer hätte man nicht gehabt, die Bereiche wie das Restaurant, wo aber auch Buffet alles war, auch Selbstbedienung. Man hat dann zwar so einen Plastikhandschuh noch gekriegt, den man anziehen sollte, so und dann wurde eben einmal die Temperatur kurz hier am Handgelenk gemessen, so aber auch kontaktlos mit so einem Scanner, hätte ich fast gesagt. Und man musste halt, während man im Restaurant rumlief und sich das Essen holte, die Maske aufhaben. Gleiches galt, wenn ihr irgendwie zur Bar gegangen seid, euch da angestellt habt, um den Drink zu holen. Das war's aber. Alles andere war wirklich ja, super easy. Ihr brauchtet nirgendwo sonst die Maske tragen. Nicht in dem Theater. Gut, das war natürlich auch in den Wänden so ein bisschen offen, also ein bisschen anders gestaltet, als man hier im Theater kennt. Dennoch, also da habt ihr es nicht gebraucht. Wir waren mit verschiedenen Touranbietern unterwegs und haben auch dort in den Bussen keine Maske gebraucht. Wer eine aufgesetzt hat, hat eine aufgesetzt. Wer nicht wollte, der brauchte nicht. Auch in den Läden, die so um unserem Hotel dann drumherum waren, brauchten wir nirgends eine Maske aufsetzen. Im Gegenteil, es war total, ja, total entspannt. Wir sind zum Beispiel in einen so einen kleinen Laden rein, wo man eben auch Souvenirs kaufen konnte. Und da war ein ganz toller einheimischer Besitzer, der war so ganz lustig und
hat sie ihm als Helmut vorgestellt und dies und jenes und deutsche Gäste und also ganz toll. Und dann hat er uns erstmal, also auch so ein bisschen so, nochmal so mehr oder weniger einen Arm umgelegt, hat uns einen direkten Mamajuana gegeben. Das ist ja so ein, ich hätte fast gesagt, Nationalgetränk dort. Wer das nicht kennt, das ist irgendwie, das sind halt verschiedene Gewürze so, die man drin hat mit Rotwein und dann noch Rum dabei und Honig. Und das bleibt dann, einer hat mal gesagt, glaube ich, 3 Monate, es gibt da auch verschiedene Rezepte, bleibt es dann, zieht das durch und dann trinkt man das, ist super lecker. Und das hat er erstmal mit uns getrunken und also nirgendwo irgendwelche Berührungsängste, nirgendwo musste man irgendeinen Nachweis vorzeigen, ob man geimpft, genesen, getestet oder sonst was ist, sondern man ging da einfach in die Läden rein, ohne eine Maske, ohne irgendwas. So, wir haben dann auch mal zum Beispiel die Touranbieter gefragt, die deutsche Auswanderer auch waren, oder einer davon auch deutsche Auswanderer, und haben mal gefragt, ja, Corona, ja. Gibt es halt, aber ja, so ungefähr. Also, es ist einfach so, dass es den Anschein hat, dass dort hinten einfach die Leute jetzt wissen, ja, wir müssen da eh damit leben. Es geht nicht wieder weg, es wird mutieren, es kommt dies, jenes, welches, und wir können ja nicht ewig so weitermachen, dass man jetzt alles komplett reglementiert. Auch so im Hotel hatten wir so das Gefühl, weil wir haben abends auch richtig, richtig fette Partys jeden Abend gehabt, wo wirklich auch die Animateure sich unter die Gäste gemischt haben, mit denen getanzt haben, auch wirklich paar Tänze gemacht haben, sprich auch mal weibliche Gäste aufgefordert haben zum Tanzen oder auch die weiblichen Animateure dann mal die männlichen Gäste und. Alles ohne Maske, keine Berührungsängste, also nichts mit, oh Gott, keine Hand geben und nur hier so Corona-Faust. Nee, ganz normal, Pachata, alles haben die dort gemacht. Es gab auch Tanzstunden und alles eben ohne Maske. Und wie gesagt, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt sagen, okay, da wo zum Beispiel alle Gäste hin müssen, sprich Restaurant oder wenn eine Bar, klar, da willst du ja auch mal was trinken, da will auch jeder Gast mal hin und so weiter. Da bestehen wir bitte noch auf die Maske zum Schutz von allen Leuten, die dahin müssen. Aber alles andere geben wir in die Eigenverantwortung, denn niemand war ja gezwungen, sich in dieses Partyvolk zu mischen. Man konnte also auch wunderbar, wir haben auch ab und zu mal einfach nur abseits gesessen, das Ganze ja eingesogen, zwischendurch auch immer wieder mittendrin, aber einfach mal so von außen beobachtet, wow, da ist Leben, da ist das, was man hier schon fast nicht mehr kennt. So, das heißt, jeder, der eben sagte, nee, das ist mir aber too much, ich möchte das nicht, der konnte immer ein einsames Plätzchen sowohl am Strand finden, konnte im Hotel woanders sitzen. Also es war jetzt nicht so, dass man das musste. Aber es war genau das, was ich immer sage, warum gibt es das hier nicht? Warum macht man es nicht? So, und die Zahlen dort sind ja wirklich eigentlich blendend, wenn man das mit hier vergleicht. Also als wir da waren, war, glaube ich, die Inzidenz irgendwo bei, ich glaube, nicht mal 30 oder sowas. Und die schwankt eh immer so irgendwie was in dem Bereich. Also so riesige Zahlen, glaube ich, wie wir die hier haben, haben die da, glaube ich, die ganze Zeit über noch nicht einmal gehabt. So. Also von daher, das klappt schon. Und wie gesagt, auch unterwegs in den Tourbussen und so weiter, auf den Partybooten. Wir haben also so eine Party-Katamaranfahrt gemacht. Alles easy locker, als würde es Corona nicht geben. Und es tat so, so gut. Ja, ich bin auch schon wieder beschimpft worden. Ich habe dazu bei TikTok was gemacht. Da kam natürlich auch schon wieder die üblichen Sachen, wahrscheinlich kommt das vielleicht hier auch wieder drunter, aber ganz ehrlich, irgendwann muss man auch mal wieder an sich selber beziehungsweise auch an die Gesundheit abseits von Corona denken. Und ich habe es ja öfter mal gesagt, bei mir ist es ja auch die psychische Sache und das tat so gut. Es war die schönste Zeit seit März 2020, seit der ganze Kram losging, habe ich mich nicht annähernd wieder so lebendig, so frei und so glücklich gefühlt wie in diesen 10 Tagen dort oder 10 Nächten dort. Von daher sollte man auch mal überlegen, auch das ist wichtig für die Gesundheit. Wo es ein bisschen strenger zuging, war zum Beispiel, wir haben so eine Tour gemacht und waren dann auch in La Romana. Und da hieß es dann, okay, wir besichtigen zum Beispiel eine kleine Tabakfabrik oder da waren wir. Und da hieß es dann im Bus, also wenn wir jetzt gleich aussteigen oder reingehen, bitte alle die Maske aufsetzen. So, ebenfalls eine Rumverköstigung, die wir da gemacht haben in La Romana. Da war das auch so, dass wir beim Betreten des Ladens und dann, wenn wir was kaufen wollten an der Kasse und so, eben die Maske aufhatten. Aber das war es dann auch schon. Also der Rest, man stand dann wieder trotzdem dort drinne und es hat auch keiner Nachweis verlangt. Vor dem Spirituosenladen war sogar vorne so ein richtig hier Security mit Pumpgun und so, der eigentlich da aufgepasst hat, aber haben Corona-Regeln oder so auch nicht interessiert, sondern der hat sich teilweise sogar mit welchem fotografieren lassen, ohne jetzt großen Abstand zu haben und auch keine Maske da draußen und.
Also da war höchstens so, dass man gesagt hat, okay, da besteht man scheinbar in den Läden halt noch auf diese Maskenpflicht. In den kleineren Orten, in den Läden und so weiter drumherum, in dem Hotel, wie gesagt, war das überhaupt nicht. Ja, also so viel zu Corona. Also wer das mal wieder braucht oder so, der fliegt dahin. Wer da eher ängstlich ist, Bedenken hat oder was, der lässt es vielleicht lieber sein, beziehungsweise kann sich dann natürlich dort trotzdem anders verhalten. Ja, und dann erzähle ich noch ein bisschen was zu den Ausflügen. Ihr habt das ja gesehen in dem Video, so ein paar Zusammenschnitte. Wir haben mehrere Ausflüge gemacht. Und zwar angefangen sind wir mit einer Tour nach Samana, auch mit einem deutschen Touranbieter quasi, der dort ansässig ist. Das hatte ich über eine Facebook-Gruppe gefunden und da schon länger was beobachtet und immer gelesen, wie toll die Touren sind. Und da haben wir also so eine Tour nach Samana gebucht. Ging ganz früh morgens los, wurden also direkt am Hotel dort abgeholt. War dann eine wirklich sehr, sehr lange Busfahrt, muss man sagen. Glaub, so knapp 3 Stunden. Wobei die Hinfahrt super interessant war, weil man ist ja überall lang gefahren. Man hat auch mal so ein bisschen das Leben oder die ganzen Zustände in Anführungsstrichen abseits von den ganzen Traumstränden und Hotels und so weiter gesehen. Hat ganz witzige Sachen gesehen, wie jetzt, wie die Leute dann morgens zur Arbeit fahren, so auf so einem Transporter auf der Ladefläche hinten, alle sitzen da irgendwie, manche sitzen da und lehnen sich raus und also alles das, wo man hier wahrscheinlich schon schreien würde, ah, Polizei hinterher oder was auch immer. Also da ganz normal hat man ganz viele gesehen. Es war einfach spannend zu gucken. Wir sind dann irgendwo lang gefahren, da war eine Baustelle, da hatten die sich so ein Gerüst aus irgendwie so Latten und so weiter gemacht. Hier würde man darf gar nicht drüber nachdenken. Aber es war halt toll anzusehen. Es war spannend. Dadurch war die Busfahrt wirklich überhaupt nicht langweilig oder so. Und dann ging es auch noch durch schöne Landschaften und. Zwischendurch haben wir richtig so in der Idylle, da war auch so ein kleines Geschäftsbar hatten die auch, wo man Souvenirs und so kaufen konnte. Aber dann ging man durch das Geschäft durch, nach hinten raus. Da war dann so eine Art Terrasse, alles umgeben hier mit Wildnis, hätte ich was gesagt, Hühner, die da rumrannten und so weiter. Und da haben wir so eine kleine Frühstückspause gemacht mit einem leckeren Sandwich, mit Kakao von dort, mit Kokosnuss, frischer Kokosnuss, also in so Plastikschalen angereicht und so. Ja, und dann ging es weiter und dann eben sind wir auf Katamaran und sind dann halt nach Samana, Bacadi Island gefahren. Ja, und das war auch total herrlich. Also es ist, was man allerdings sagen muss, es ist natürlich auch schon sehr touristisch. Es ist ein Abschnitt, wo der zu einem Hotel gehört, der also privat ist, da sind wir nicht. Den konnten wir zwar so sehen, das sah sehr idyllisch aus. An der anderen Seite war es dann auch so, dass da halt vieles ist. Es sind halt auch Gänge hier liegen, wie man sie kennt. Und es steht eine große, schöne Bar dort, wie man sie so kennt aus der Karibik. So, das schon, aber es war trotzdem traumhaft schön. Also herrliches Wasser. Wir haben dann eine Kokosnuss uns genommen, wo man dann als Kokosnuss und dann noch Rum dazu. $6 konnte man also auch überhaupt nicht sagen, weil jetzt nicht, dass da irgendwie Abzocke war oder so. Übrigens, auf der ganzen Fahrt gab es auch immer mal wieder Vitamina, also Cola Rum. Das ist da, das wird überall ausgeschenkt und das war auch im Preis mit drin. Selbst dort hatten wir noch einen Gutschein für die Bar, dass wir uns ein Getränk unserer Wahl dort so im Tourpreis quasi dort holen konnten und. Ja, da haben wir dann so eine Art Badestopp, 1,5 Stunden gehabt. Dann haben wir ein typisch dominikanisches Buffet als Mittagsbuffet gehabt. War sehr, sehr lecker, ganz tolle Sachen, so auch mit Reisgerichte und. Mit einem wunderschönen Location, mit einem riesigen, einfach tollen Ausblick. Und ja, also super gewesen, alles lecker. Von da aus ging es dann weiter mit so einem Safari-Bus zum Wasserfall El Limón. Ja, und das war auch dann ganz cool. Es fing zwischendurch leider sehr heftig an zu regnen. Da saßen wir zum Glück in dem Bus, haben dann nur die. Ja, die Planen hätte ich fast gesagt runtergelassen, weil das sind ja so offene Busse. Als wir ankamen, war es auch schon wieder trocken. Aber die haben uns gleich gesagt, der Weg dorthin, wir können den laufen oder wir können aufs Pferd. Da waren also Leute, Guides mit Pferde und so weiter, da konnte man dann aufs Pferd. Die haben uns dann gesagt, wir würden das Pferd empfehlen jetzt, weil das ist alles matschig, es ist ein sehr unebener Weg und. Haben wir letztendlich auch wirklich das Pferd genommen und das war eine gute Entscheidung, auch wenn ich darauf auch ein bisschen Schiss hatte, weil ich sonst nicht reite. Ja, und dann der Wasserfall, also auch sehr, sehr beeindruckend. Also das war schon wirklich eine ganz tolle Tour. Wo man da ein bisschen aufpassen muss, ist, dass die sagen, die Guides, die kriegen dann, oder die Pferde dann halt nehmen, die verdienen so an sich nichts, die leben quasi von den Trinkgeldern und man sollte dann halt ein bisschen Trinkgeld geben. Normal würde es nichts kosten.
So einige versuchen dann aber wirklich abzuzocken und bla und so. Also da ein bisschen Acht geben, aber ansonsten, die sind sehr, sehr nett gewesen, die wir hatten. Also wir vier konnten uns alle nicht beschweren. Jeder hatte ja seinen eigenen, der das Pferd dann auch ein bisschen geführt hat. Muss man halt nur wissen und ein bisschen drauf achten, aber sonst war es top. Ja, und dann ging es halt wieder zurück Richtung Hotel. Und die Rückfahrt, ja, die hat sich doch sehr gezogen, weil das war ja dann auch wieder so lange, keine Frage. Da war es dann aber schon dunkel, man hat nichts mehr groß zu sehen gehabt, Straßenbahn recht leer gefegt und da zog sich schon, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, unsere zweite Tour war eine ganz bewegende Tour. Das war eine Land- und Leute-Tour, wieder mit einem anderen Anbieter. Den hatte mein Mann über eine Internetgruppe oder eine Facebook-Gruppe aufgetan. Und da war es dann auch so, wir wurden also morgens dann auch abgeholt und sind dann losgefahren. Und es ging dann auch als erstes auf so eine Zuckerrohrplantage, wo man das mal sehen konnte, wo wir dann auch ein Stück Zuckerrohr genascht haben in ein Dorf mit ja, haitianischen Gastarbeiterfamilien. So, und das war halt wirklich so, wir haben dort auch eine Schule besichtigt, durften durch so ein Haus von einer Familie, die dort lebt. Man hatte im Vorfeld schon, konnte man das lesen auf den Tourangeboten und so weiter, dass man da auch, dass die sich immer natürlich auch über Spenden freuen, Kleidung spenden und und. Gab es ein ganz tolles Angebot bei Condor, konnte man so ein Gepäckstück quasi anmelden, wenn man das halt für Spenden nutzen wollte, dann war das gratis. Das haben wir zusätzlich angemeldet und haben dann was mitgenommen. Und auch für diese Schule, die wir dann da noch besichtigt haben, nochmal. Und ja, das war schon sehr bewegend zu sehen. In welchen Verhältnissen die da eigentlich leben. Und dennoch war es beeindruckend, weil die waren trotzdem alle herzlich, fröhlich, viele Leute am Lächeln, auch die Kinder total fröhlich in der Schule. Im Übrigen auch saßen dort alle ohne irgendwelche Masken. Wir haben noch eine ganze Menge Masken mitgenommen, gespendet, weil wir vom FC Bayern die ganzen Stoffmasken jetzt für den Fanclub in dem Weihnachtspaket hatten, mit denen wir hier nichts anfangen können, weil wir sie hier nicht mehr tragen dürfen. Es darf ja nur noch medizinisch und FFP2. Da haben wir gedacht, okay, da hinten darf man auch Stoffmasken tragen, nehmen wir die doch mal mit und haben dann festgestellt, da trägt eigentlich kaum noch einer eine Maske. Wir haben sie dennoch gespendet, es wird sicher irgendwo Verwendung finden und wenn sie es woanders hin verteilen, weil einige tragen ja noch, in anderen Städten muss man es ja auch noch und. So, aber trotzdem, es war wirklich auch da sehr, sehr tolle Atmosphäre und es war schon beeindruckend, das zu sehen. Dann haben wir, wie gesagt, noch eine Zigarrenfabrik, eine kleinere, wirklich besichtigt. War auch ganz, ganz interessant. Man hätte auch selber die Zigarre sich eine drehen dürfen, die man dann auch mitnehmen konnte. Ich habe das nicht gemacht, weil ich irgendwie so nicht die Fingerfertigkeit dafür habe. Und ja, darum habe ich dann einfach nur zugeguckt und ich rauche ja auch nicht. Was man da auch ganz lobend erwähnen muss, ist einfach die Tatsache, dass die dort ja, quasi nicht so diese Verkaufsveranstaltung haben. Man konnte natürlich kaufen, aber es wurde nicht dazu gedrängt. Es wurde einmal erwähnt, dass man hinterher auch kaufen kann und das war's. So, und das Gleiche war bei der Rumverköstigung, die dann anschließend noch war. Ganz, ganz toll, da haben wir uns dann auch so ein Crema-Likör auf Rumbasis mitgenommen, der total lecker war. Ja, und das alles war wirklich super. Ne? Das war so der ganze Vormittag, den wir so verbracht haben. Und dann sind wir weitergefahren und haben dann ja noch bei so einem Schweizer Auswanderer eigentlich, der da schon sehr lange lebt, der hat so einen Schaufelraddampfer, mit dem sind wir dann quasi noch gefahren, haben da ein ganz tolles Mittagessen wieder gehabt, auch noch mit richtig Barbecue, also war ein riesen dicker Grill mit auf dem Schiff und so weiter. Ja, zwischendurch noch eine Tropfsteinhöhle besichtigt. Also das war schon eine wirklich volle Tour mit vollem Programm, die sich absolut gelohnt hat. Vor allen Dingen, wenn man auch mal ein bisschen was ich immer finde, was man auch sollte, abseits von diesen ganzen, ja, ich sag mal, Hochglanz-Resorts und so weiter sehen möchte. Also wir hatten ja auch ein ganz, ganz tolles Resort, wie ihr das gesehen habt, alles tippidoppi. Aber das Leben draußen ist nun mal ein bisschen anders und ich finde es auch immer ganz gut, wenn man da ein bisschen was von mitnimmt. Also auch dieser Ausflug hat uns super, super gefallen. Unsere dritte Ausflugstour ging dann nach Saona, und das war wirklich auch richtig, richtig cool, denn wir sind direkt von Bayahibe, das ist ja direkt da, wo unser Resort auch ist, sind wir also von dem Hafen dann, oder war, kleines Stückchen weiter ist dann ja schon Bayahibe selber mit dem Hafen auch und sind von da mit dem Speedboot los. Ich bin noch nie Speedboot gefahren und ich muss sagen, es war wirklich heftig. Es macht mega viel Spaß. Also, das ist wirklich eine Sache, gerade wenn man mit mehreren ist, so unser lustiger Trupp zu viert und wir hatten dann ja noch welche kennengelernt, die total lustig waren und so weiter. Macht das eine riesen Gaudi. Aber gerade wer vielleicht Probleme mit der Wirbelsäule oder so hat, der sollte vielleicht dann doch eine andere Methode wählen. Vielleicht einfach so ein Katamaran, wie wir ihn dann auf dem Rückweg, komme ich nachher auch noch zu, hatten.
Oder sich aber wirklich weit nach hinten setzen, weil je weiter ihr vorne sitzt, desto heftiger. Und zwar ist es wirklich so, gerade so, wo wir dann in den Atlantikbereich kamen, also das Karibische Meer so ein bisschen verlassen hatten, da wurde es richtig heftig, denn es geht wirklich bums. Man wird wirklich hochgeschleudert, einmal aus dem Sitz geschleudert, dann fällt man wirklich tief auf diesen Sitz, auf diesen harten Sitz, auf diese Bank quasi. Und dann fällt das Boot nochmal wieder quasi aufs Wasser und schlägt auf. Und das ist mega hart, man glaubt das gar nicht, wie wenn man auf Beton klatscht oder so. Ja, und einmal bin ich halt beim wieder runterfallen mit dem Rücken doch auf diese Kante von dem, von diesem Sitz, von dieser Sitzbank. Und ich hatte danach einen richtig riesigen blauen Fleck. Also es tat schon heftig weh. Dennoch war es mega lustig. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich würde es auch nochmal wieder machen, würde dann aber wahrscheinlich irgendwie polstern oder so. Aber nur, dass ihr es wisst, weil ich war da so gesehen nicht drauf vorbereitet, muss ich gestehen. Ja, also mit dem Speedboot ging es dann erstmal los und dann waren wir aber erstmal auf so einer Sandbank, da konnten wir dann runter vom Speedboot im Wasser einfach sich ein bisschen, ja, ein bisschen baden, ein bisschen chillen. Es gab natürlich wieder Vitamine währenddessen, was die ausgeschenkt haben. Und ja, dann ging es weiter zu einer wirklich rein naturbelassenen Insel. Und die war wirklich naturbelassen. Also traumhaft schön. Und es war auch der Vorteil, dass wirklich da erstmal nur unser Ausflugstrupp, also mit den Leuten, mit denen wir noch so unterwegs waren, also die zu unserer Tour gehörten waren und nicht noch mehr Boote. Das heißt, man hatte wirklich viele Strandabschnitte oder viele Abschnitte an diesem Strand, wo man wirklich so dieses einsame Inselgefühl hatte. Und wie gesagt, es war so naturbelassen, dass es dort gar nichts gibt, also auch nicht die Liegen oder was man sonst noch kennt. Und als unser Kumpel dann so, unser Guide fragte, ja, wo sind denn hier Toiletten? Hat er gesagt, ja, sowas gibt's nicht. Entweder das Meer oder Palme Nummer 7, haben die dann gesagt. Also es war wirklich toll. Da haben die dann auch so ein bisschen von sich aus dann so einen kleinen Holzwagen gibt es da und da haben die so, oder Holztisch und da haben die dann so ihre Mittagssnacks. Also da gab es dann ein paar kleine Snacks und Ananas und ein paar Chips und so, die wir nehmen konnten. Wieder natürlich haufenweise Vitamine. Aber sonst war da wirklich nichts und man konnte chillen, das einfach mal genießen, einfach mal schauen, ein bisschen rumrennen. Das waren also alles Kokospalmen. Man sagt uns dann auch nur, passt ein bisschen auf, nicht immer direkt unter der Palme, wenn da mal eine runterfällt. Aber es war genauso, wie man sich das wirklich so vorstellt, wenn man so sagt, ah, Urlaub in der Karibik. Ja, und ja, danach sind wir dann weiter zu einer anderen Insel noch oder zu einem anderen Strand dann noch gefahren. Und da war es dann etwas belebter. Es war also so eine große, ja, Holzhütte, hätte ich fast gesagt, wo man dann auch Bänke drunter hatte, wo wir dann das Mittagessen eingenommen haben. Toiletten gab es dort auch, aber sonst nicht. Also keine Liegen oder so, sondern da konnte man auch wirklich den Strand so clear sehen quasi, wie er war. Da haben wir auch noch schön gebadet, alles. Es war herrlich, es war einfach nur traumhaft schön. Ja, und dann hat uns also ein Katamaran abgeholt und wir hatten dann eine gemütliche Rückfahrt im Gegensatz zu dieser ganzen Speedboot-Tour. Und es war wirklich toll, weil wir hatten ja ganz vorne uns einen Platz ergattert, wo quasi dieses Netz auch ist, ja, über dem Wasser quasi hängen. Und ja, es gab Vitamina satt, es gab Partymusik, es wurde getanzt, es war chillig, es war, ja, man kann es gar nicht beschreiben, es war einfach ein ganz anderes Lebensgefühl, was man besonders in dieser jetzigen Zeit, wo man das hier alles so nicht hat, noch mehr zu schätzen weiß. Und wir haben das einfach nur genossen und diese Rückfahrt war herrlich. Ja, und so endete auch dieser Ausflug und auch den würde ich jederzeit wieder machen, würde ich nochmal ein zweites Mal machen und kann den auch echt weiterempfehlen. Ja, unser letzter Ausflug war dann ein kleiner Reitausflug, den wir für den letzten Abend gebucht hatten. Die Reit- oder die Ranch liegt nur ein ganz kurzes Stück von unserem Hotel oder lag nur ein ganz kurzes Stück von unserem Hotel entfernt. Wir wurden aber auch da mit so einem lustigen Bus abgeholt. Pferde waren dann auch schon gesattelt. Ich hatte da auch mit dem Anbieter, das war übrigens wieder der, den wir für die erste Tour auch hatten, den ich in der Gruppe da aufgetan hatte, gefragt, wie das ist, ob das auch für Anfänger geeignet ist. Ja, das ist auch für Anfänger geeignet. Nun habe ich dann gedacht, nachdem wir ja schon eher spontan den Ritt da am Wasserfall hatten, dass das dann auch so sein wird, dass da jemand nebenher läuft, der das Pferd quasi führt. Dass jeder von uns also seinen eigenen ja, Guide dabei hat, der das Pferd so im Zaum hält. Dem war aber nicht so, sondern es war vorne weg und hinten dann am Ende der Truppe ein Guide auf dem Pferd, der so ein bisschen Acht gegeben hat. Wir selber mussten aber das Pferd quasi eigenständig mit den Zügeln lenken, wurden da so ein bisschen eingewiesen.
Und da muss ich sagen, hatte ich am Anfang doch schon relativ, ja, Muffensausen, sage ich jetzt mal so, weil mein Pferd auch am Anfang gar nicht so wollte, wie ich das wohl wollte. Wahrscheinlich, weil ich es auch noch nicht richtig vernünftig gemacht habe oder so. Einmal musste mir der Guide wirklich ganz schnell zur Hilfe reichen, weil ich da fast im Gebüsch war. Aber es wurde auch mit der Zeit, wurde ich dann sicherer und damit auch das Pferd und dann klappte das auch. Also es ist schon so, dass das dennoch auch für Anfänger gut geeignet ist. Also wie gesagt, wir haben vorher noch nie ein Pferd selber geführt, in Anführungsstrichen. Ich kenne das wirklich nur als Kind noch damals, wie man das so auf Kirmes hatte, mal da in dieser Runde. Und ich habe noch mal vor ein paar Jahren auf dem Pferd bei meiner Freundin dann gesessen, aber auch da war sie ja auch dabei und so. Also, und trotzdem haben wir super, hat das super geklappt. Es war auch wirklich sehr schön. Es ist noch einer mitgeritten, der dann Fotos gemacht hat, die wir hinterher noch kaufen konnten, zusammen mit Mama Juana, mit Bild drauf und noch so ein Pin. Das haben wir dann auch gemacht und dann ist die Fotos dann aufgeteilt im Trupp. Das ging also. Ja, und war wirklich schön, so durch die Natur dann so ein bisschen geritten, dann auch nochmal eben am Wasser, wo wir dann nochmal extra Fotos gemacht haben. Und wir waren dann noch eben bei so an so drei Naturpols, die so so auf einer Linie quasi oder in einem Bereich liegen, wo wirklich alles nur Einheimische am Feiern war. Es war wirklich Musik, es waren da welche am Baden, es wurde gechillt, getanzt und ja, und dann war da noch ein so ein Naturpol, wo dann wirklich auch Schildkröten drin waren und Fische, die da kamen. Da hat unser Guide noch aus so einem kleinen Supermarkt ein bisschen was geholt, um die zu füttern, dass die ein bisschen näher kamen. Ja, und dann sind wir halt nach diesem Stopp dort dann irgendwann wieder Richtung Ranch geritten. Und ja, ich muss sagen, das war jetzt nichts irgendwie Spektakuläres und jemand, der gut reiten kann, würde wahrscheinlich sagen, ist ihm zu langweilig. Aber für uns war das echt ganz schön, es war idyllisch und dann auch nochmal dieser Stopp. Also auch das für Leute, die gerne mal auf dem Pferd sitzen wollen und vielleicht sonst nicht so oft Gelegenheit haben, ist das wirklich ein schöner Ausflug gewesen. Ja, also wie ihr seht, der Domrep-Urlaub war sehr ereignisreich und vor allen Dingen sehr Corona-los oder Corona-regellos, was uns besonders gefreut hat. Und also wir möchten auf jeden Fall gerne nochmal wieder hin, werden wir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal machen. Haben schon mit dem Trupp überlegt, ob wir Silvester nächstes Jahr quasi dann, also Silvester 22 dort verbringen wollen, auch wieder dann in dem Hotel mal schauen. Aber jetzt ist es erstmal so, jetzt in ein paar Tagen ist ja Weihnachten, das heißt, davor werden wir uns nicht mehr sehen, hören wir auch immer. Daher sage ich schon mal allen frohe Weihnachten. Ja, und das nächste Video wird dann sicherlich was aus New York sein, so denn der Corona-Test das will und alles gut geht, denn dann, wie gesagt, verbringen wir ja dieses Silvester dann in New York. So, bis dahin, also bis quasi nächstes Jahr, sage ich dann Tschüss.